Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser heute in Gesellschaft. Wir machen heute mal ein Video der etwas anderen Art. Und zwar habe ich heute zu Gast die, ja, ich sag mal, Mitbegründer und Gesellschafter etc. pp. Vom Korallenwächter. Den Namen der Firma kriege ich immer einen Knoten in der Zunge. Sorry dafür. Was wir hier heute machen wollen und was wir euch zeigen wollen, ist den Early Bird Korallenwächter. Was heißt Early Bird? Was kann er? Was für Vorteile habt ihr da draußen davon? Etc. pp. Was wird im Endeffekt dann für euch sich ändern, wenn es die entsprechende ja, Vollversion dann irgendwann gibt? Etc. pp. Gerade macht mein Hund da draußen riesen Randale. Achso, die sind am Spielen. Ja, okay. Ja, das erstmal dazu. Ja, und da ich ja der vollkommen unhöflichste Gastgeber überhaupt bin, möchte ich euch noch mal kurz vorstellen. Einmal die Pia und einmal der Michael von der Firma Covalytics. Genau. So, haben wir gerade noch mal geübt, damit ich das auch aussprechen kann. Erzählt mal ein kleines bisschen, wie kommt ihr A zu diesem Namen? B, wie kommt man dazu, einfach jetzt mal so aus dem Stegreif heraus, in Anführungszeichen, so ein Gerät entwickeln zu wollen? Und ja, was ist der Antrieb dahinter? Erzählt mal ein bisschen was. Ja, gern. Entstanden ist das ganze Projekt tatsächlich vor fast 4 Jahren im heimischen Wohnzimmer. Da hatten wir auch ein Meerwasseraquarium und Tim war es irgendwann leid, die Wasserqualität immer mit händischen Tests zu messen und hat gesagt, es muss doch irgendwie ein Messgerät geben, was das für mich macht. Zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich noch nicht so viel. Es war noch nicht so viel am Markt, das ist Nee. richtig. Es war in Arbeit hier und da, Ja, man hat es genau. mauscheln Ja. gehört. Größere Firmen, ich sag mal, wie Refactory etc. pp. Waren dran. Aber so wirklich erreichbar oder hier in den USA, Neptune Systems war, glaube ich, Genau, die ja. mit ihrem, ich komme nicht auf den Namen, Trident. egal. Genau, mit Ja. Trident etc. pp. Gab es aber irgendwie in weiter Ferne. Genau. Und dann, da Tim Maschinenbauer ist, hat er gesagt, ich entwickle ein eigenes Messgerät. Ich habe dann gesagt, ja, viel Spaß. genau, dann hat sich das aber so entwickelt und ich habe Design studiert und brauchte für meine Masterarbeit noch ein Thema. Und dann habe ich gesagt, gut, Tim, wenn du ein Messgerät machst, dann braucht das Messgerät eine App. So, in der heutigen Zeit möchten die wenigsten noch mit einem Monitor hantieren Im im Unterschrank. Unterschrank. Und dann habe ich die App dazu entwickelt. Dann haben wir uns ein bisschen mehr mit dem Markt beschäftigt und gemerkt, wir sind nicht die Einzigen, die die Idee gut finden. Und haben dann den Korallenwächter ins Leben gerufen. Und der Firmenname ist dadurch entstanden, dass wir irgendwann gesagt haben, Wasseranalyse ist ja an sich ein großes Thema, nicht nur im Meerwasserbereich. Deshalb wollten wir die Firma so nennen, dass sie im Prinzip auch später in ferner Zukunft noch für andere Bereiche, in anderen Bereichen tätig sein könnte. Und deshalb Covalytics setzt sich zusammen aus Korallenwächter und Analyse. Okay. Ja, weil viele dann halt gesagt haben, ja, ich finde die nicht, wer ist Genau. denn das? Und ja, die meisten sind dann halt hingegangen, haben dann halt nur den Namen des Geräts eingegeben, Korallenwächter. Ja, und was ist dann im Endeffekt gekommen? Der Der Korallenwächter. Korallenwächter da hinten, genau. Da hinten sitzt er auf dem Kordastree. Und bin ich dann meistens zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, ja, gib doch mal Korallenwächter Messgerät ein. Ja. Und dann kommt man natürlich auch Genau. unter anderem auf eure Seite. Ja, hat lang gedauert, aber hat Was sich lange gelohnt. währt, wird endlich gut. Oh ja, hat sich gelohnt in euren, Ja. laut euren Aussagen. Ich habe das Gerät tatsächlich vor 2 Wochen von euch bekommen. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht angefasst. Kein einziges Stück. Also ich bin noch nicht dazu gekommen. Die Messe dazwischen gekommen, es sind andere Videos dazwischen gekommen. Also wir machen das hier gerade live und in Farbe ist das Gerät im Prinzip gerade werksneu. Und ja,
Wir wollen euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man es tatsächlich einrichtet, was es kann. Und ja, legen wir einfach mal los. Ja, sehr gerne. Der Korallenwächter hängt schon am Strom. Das Erste, was wir jetzt eigentlich machen können, ist die Schläuche zu verbinden. Da haben wir drei Schläuche, einmal für Abwasser, für Osmosewasser zum Reinigen und den Probenschlauch. Das heißt, wir haben die Becher vorbereitet. Wir haben hier einmal das Osmosewasser. Genau. Der kommt in die Mitte. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist immer noch in Anführungszeichen ein Beta-Gerät. Also Early Bird bedeutet im Endeffekt für euch da draußen, dass ihr, wenn ihr dieses Gerät jetzt kauft oder haben wollt, eine Vorab-Version bekommt, die etwas günstiger ist, die hier und da nochmal abgedatet werden soll und muss. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass ihr sagt, okay, jetzt sind wir mit unseren, sag mal, Messreihen etc. durch, dass ihr dann sagt, okay, für einen Aufpreis von 200 bis 300 €, so wie es auf Ja, der Website ungefähr. steht, gibt es dann die finale Version. So, final heißt im Endeffekt, er wird sich in der Optik noch was verändern, weil das ist ja jetzt hier ein 3D-gedrucktes Gehäuse. Das heißt, es kriegt ein anderes Gehäuse, das wird vielleicht am Design noch ein kleines bisschen geändert. Das wird es im Endeffekt dann sich ändern für die finale Version. Und das ist jetzt der Vorteil für alle die, die jetzt an dieser Early Bird-Version oder Aktion teilnehmen. Ja, du kommst ja gleich rein. Moment eben. Sonst zerkratzt sie mir die Scheibe. So. Dran teilnehmen ist, dass ihr das Gerät im Prinzip im Endeffekt tatsächlich gesamt mit dem Upgrade so um 50% günstiger bekommt. Das heißt, für alle die, die jetzt sagen, nee, möchte ich noch nicht und ich kaufe mir das später, ihr dürft dann so ungefähr das Doppelte rechnen von dem, was jetzt das Grundgerät plus das Upgrade kostet. So ungefähr wird der Preis dann sein. Steht noch nicht fest, aber das ist so Ja, der okay. Grundgedanke jetzt erstmal dahinter. Das heißt, es ist im Prinzip eine offizielle Beta-Phase, die ihr macht. Das heißt, jeder, der da teilnehmen möchte, hat im Prinzip die Vergünstigung, muss dann hier und da aber dann auch mal mit Updates rechnen. Genau. Das, um jetzt mal festzulegen und euch zu erklären, warum, weshalb, wieso. Gut, genug geredet, Dann machen wir übernehme ich weiter. nochmal. Ich habe in der Zwischenzeit die Schläuche für den Probenschlauch und das Abwasser angebracht. Für die kleinen Behälter hier. Ja, und jetzt können wir eigentlich loslegen, über unsere App Typist den Korallenwächter einzurichten und direkt schon die erste Messung zu starten. Ja, dann würde ich mal Genau. sagen, hol mal das Ja. Ganze hier mal ins Bild. Könnt ihr auch in die Hand nehmen? Ja. Kannst in die Hand nehmen, kannst aber auch dahinter stellen. Dürfte Ja, so, ja. sehr schön. Dazu geht man erstmal unten auf den Reiter Geräte. Wie wir sehen, ist noch kein Gerät hinzugefügt. Entsprechend wählen wir hier den Korallenwächter aus. Der wird dann über eine Bluetooth-Verbindung gefunden. Deswegen ganz wichtig, auf dem mobilen Endgerät sollte die ganze Zeit eine Internetverbindung und eine Bluetooth-Verbindung angeschaltet sein. Dann gehen wir hier auf den Korallenwächter und verbinden uns mit ihm. Der ist dann hier direkt unter der Geräteübersicht angezeigt. Können ihn dann hier auswählen. Und wie wir hier schon sehen, hat er schon eine Internetverbindung. Das sollte eigentlich nicht sein, aber mein Hotspot ist noch an. Der Daniel muss ihn gleich erstmal in sein eigenes Internet bringen. So. Jetzt die Seite mal neu aufrufen. Dann sehen wir hier oben, dass er eine Bluetooth-Verbindung hat, aber eben noch keine Internetverbindung. Und jetzt muss hier einmal das WLAN eingestellt werden. Muss ich erstmal wissen, welches der gerade ausgesucht Ah hat. ja. Achso, das WLAN, was er tatsächlich jetzt momentan hat. Genau. Ah, okay. Das Gut. Passwort ist tatsächlich noch unzensiert. Ist kein Problem, werde ich im Nachhinein überblenden. Ja. Ist nicht weiter schlimm. Und auf Einrichten gehen. Genau, das kann jetzt die eine oder andere Minute dauern. Aktuell ist es auch noch so, dass man
zwischendurch vielleicht mal die Seite neu laden muss. Da, also von den Problemen wissen wir, die werden auch noch behoben. Da haben wir es. Genau, und da haben wir es jetzt. Geht recht schnell. Der war vorher schon mal im Internet und hat sich quasi konfiguriert. Bei der allerersten Nutzung kann das nochmal die ein oder andere Minute länger dauern, weil dann im Hintergrund ein paar Prozesse abgewickelt werden. Aber an sich, ja, Verbindung ist jetzt da. Wir können, wenn wir wollen, jetzt einfach eine Zwischenmessung starten. Wir können auch kalibrieren. Wie gehe ich denn im Endeffekt vor, wenn ich das Gerät wirklich von euch jetzt werksfrisch kriege? Also muss es im Vorfeld kalibriert werden, bevor ich es tatsächlich nutze, oder ist das von euch schon gemacht worden? Also wir haben ihn einmal vorkalibriert, Ja, auch mit unserer Referenz. dadurch, dass der aber transportiert wird, empfehlen wir, dass man ihn danach einmal Dann würde ich doch kalibriert. einfach mal Ja. sagen, dann leiten wir das Ganze jetzt mal ein. Entsprechende Multireferenz bringt ihr mit. Wie oft sollte man das wiederholen? Im Prinzip immer, wenn man die Kartuschen tauscht. Das heißt, Alle nach drei in Monate. Anführungszeichen 70 Ja, Tests, genau. wie genau ist, ich sage jetzt mal ganz doof, diese Anzahl an Tests? Plus, minus, wie viel passt das ungefähr? Also es passt schon sehr genau. Es werden auch mehr drin sein, allein damit wir diesen Puffer haben. In zukünftigen Versionen, wenn wir das noch ein bisschen evaluiert haben, geht die Zahl vielleicht auch nochmal hoch. Aber das Aber müssen 70 sind ist, es ja, geht definitiv. auf jeden Das Fall, heißt, ja. ja, das ist ja im Endeffekt das, was uns interessiert, dass wir, wenn die App sagt, okay, du kannst jetzt noch fünfmal messen, und man weiß jetzt im Endeffekt, ich muss jetzt mal eben was nachmessen, weil ich irgendwas eingestellt habe, Ja. und nachmessen, und dann sagt dann irgendwann, nö, ist nicht mehr. Also das, was da steht, ist tatsächlich auch Fakt. Ja, das ist das Genau. Minimum. Das ist schon mal Genau. gut zu wissen. Was man dazu noch sagen muss, er macht ja bei der Kalibrierung auch Messungen und die kommen noch oben drauf. Also es sind wirklich 70 reine Messungen. Dann hat er noch Puffer für die Kalibrierung, zumindest für die, die wir empfehlen. Wenn man jetzt mehr machen möchte, dann wird das natürlich irgendwann abgezogen von den 70. Ja. Und wenn ich die tausche, dann ist immer noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Das ist normal. Das Okay. ist ja nicht, dass wir Ja. Messungen klauen, sondern es ist einfach Also Essen. ihr wollt im Prinzip das, was ihr angeht, also sprich 70 Stück, Ja. die garantiert ihr Genau. unter der entsprechenden Vorgehensweise, wie ihr in eurer Bedienungsanleitung. Genau, wir haben ein Handbuch. Ein Kurz und richtig, knackig. ja, das ist schon mal sehr gut. Also ich befürchte, ihr habt alles da drin stehen, was man wissen muss. Genau. Aber Etc. ja, pp. Ne? an sich vorweg schon mal, das wird alles noch digitalisiert werden. Dann hat man es auch in der App. Vor allem, weil jetzt auch erst die Early Bird Phase ist, wird sich die App auch noch updaten. Da wird das Handbuch dann irgendwann auch ein bisschen von abweichen. Die neueste Version ist immer digital zugreifbar und also einerseits über Im unsere Shop und Website. einmal in der App. Genau. Okay. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Das ist ja normalerweise jetzt hier der Schlauch fürs Meerwasser. Genau, der ist ja jetzt auch noch leer. Da ist ein bisschen was Bisschen. drin. Okay, dann für den Fall, dass man neue Kartuschen bekommt, also wenn es jetzt nicht die Erstnutzung ist, da muss man zuerst einmal auf Kalibrieren gehen und auf den Probenschlauch leeren drücken. Das heißt, der pumpt im Prinzip jetzt. Zieht er jetzt einmal die Menge an Schlauch, an Genau. Wasser, die im Schlauch ist, zieht er jetzt einmal komplett leer. Ja, genau, der wird dann gleich, ja, genau, leer gemacht. Womit wir dann auch zum Thema Schlauchlänge kommen. Ihr bekommt hier drei vorgefertigte Schläuche mit jeweils einer Länge von 1,50. 1,50 Meter. Diese Schläuche könnt ihr kürzen, aber bitte nicht verlängern, weil das Gerät das dementsprechend so braucht. Das heißt, wenn ihr die verlängern würdet. Könnte es sein, dass er nicht richtig Genau. misst? Ja. So, sehen wir jetzt. Hier holt er dann ein bisschen was raus, das was noch drin war im System. Ach ja, das Ganze läuft über photometrische Messung. Das auch nice to know, ne? Genau. Weil es ist ja, also sprich KH, Calcium und Magnesium, und es ist im Prinzip jetzt ein komplett anderer Ansatz als wie meinetwegen der KH-Keeper oder andere Geräte, die jetzt am Markt sind. Also im Prinzip. Naja, ist nicht ganz so rund, aber ist ein kleines. Ich komme nicht drauf. Ein kleines Ei von Hanna. Nicht ganz. Also, ne? Nach dem gleichen Prinzip. So. Er ist fertig, er hat jetzt geleert, und jetzt packen wir den Schlauch rein. Genau. Gut.
Dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir die Wahl, entweder wollen wir nur KH kalibrieren. Hier kann man oben den Parameter jeweils auswählen. Mhm. Wir gehen jetzt mal auf KH und ja, gehen auf Kalibrierung. Ich würde sagen, wir messen jetzt einfach mal alle Parameter. Mhm. Ein Kalibriervorgang pro Parameter dauert ungefähr 10 Minuten. Das heißt, insgesamt sind wir da jetzt eine halbe Stunde beschäftigt. Okay, das heißt, wir werden das mal kurz einleiten, das Gerät arbeiten lassen und wenn es dann soweit ist, blenden wir uns dann wieder ein. Genau. Dann sagt er, Kalibrierung gestartet. So, jetzt fängt er erstmal an und zieht jetzt erstmal Osmosewasser rein. Das heißt, er spült das Ganze. Genau. Das ist auch eine Sache, die ihr wissen müsst. Ihr müsst einen separaten Zugang zum Osmosewasser haben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier bei mir, blende ich euch eben gleich mal kurz mit einem, direkt aus meinem Osmosetank herauszunehmen. Des Weiteren braucht ihr einen Abwasserkanister oder einen Abwasserschlauch, so wie ich den habe. Weil das Wasser, was hier aus diesen Messungen herauskommt, darf nicht ins Aquarium kommen. Das ist Chemie. Die hat tatsächlich aufgrund der photometrischen Messung eine andere Eigenschaft als wie jetzt meinetwegen KH-Keeper oder ähnliches. Von daher nicht ins Aquarium einleiten, ganz, ganz wichtig. Ansonsten könnt ihr euren Bedarf direkt neu bestücken. Ja, und ihr müsst natürlich den Zugang haben zum messenden Medium. Genau. Gut, lassen wir das Gerät mal machen. Bis gleich. Das Gerät ist eingerichtet. Und ja, grundsätzlich gilt im Moment erstmal noch, bis es neues Update gibt, erstmal tatsächlich nur diese Multireferenz hier benutzen, weil die hat bestimmte Werte, die dieses Gerät braucht. Es soll aber dann demnächst die Möglichkeit geben, die Werte händisch anzugeben oder anzugeben, welche Multireferenz benutzt wird. Die dann in der Regel stehen die Werte ja drauf. Und dann kann das Gerät damit auch arbeiten. Also dann könnt ihr eure Multireferenzen, die ihr im Endeffekt benutzt, dann auch nutzen. Weil hier haben wir zum Beispiel ein KH zum Kalibrieren wohlgemerkt von 6,7. Der Calcium ist bei 440, Magnesium 1290 und die PSU ist bei 33,8. Heißt also, ist ein kleines bisschen außerhalb, ich sage jetzt mal, der Norm. Ihr habt es extra so entwickelt, damit das funktioniert. Aber wenn es dann im Endeffekt tatsächlich dann was anders genommen werden kann, ist es ja okay, sage ich euch mal. Dann ist man jetzt nicht unbedingt auf die angewiesen. Obwohl ihr habt gesagt, die habt ihr kontrollieren lassen, die Laster zertifizieren und, und. Ja, wir haben tatsächlich schon eine Messung gemacht und haben festgestellt, dass tatsächlich das Gerät so misst, wie die ICP, die ich zuletzt von meinem Anbieter bekommen habe, von ATI, gemessen hat. Weil ich bin hingegangen und habe zu dem Zeitpunkt eine Messung gemacht. Die lag bei einer 7,5. Habe die ICP weggeschickt und in der ICP stand eine 8,0. So, das habe ich jetzt angeglichen. Und tatsächlich ist es so, dass das Gerät genau diese Differenz, die ich jetzt hier hatte und womit ich noch mitgearbeitet habe, aufgedeckt hat. Nach dem Motto, ja, war's mal wieder zu faul. So, ja, dann würde ich mal sagen, starten wir eine Messung, oder? Starten wir eine Messung, richtig. Gehen wir mal einfach mal in den KH rein. Genau. Und also KH war schon ausgewählt, hier auf der Übersichtsseite und dann einfach Zwischenmessung starten. Und dann was wir dann im Endeffekt dazu sagen, was auch noch so nach und nach jetzt mit den Updates halt kommt, ist Statusanzeige. Was läuft momentan? Wie weit ist er? Wobei, wie weit ist bei der Geschwindigkeit des Geräts tatsächlich marginal? Er hat, ich glaube, pro Messung, was hat er gesagt? 10 Minuten maximal? Nee, pro Kalibriervorgang, pro Parameter sind es 10 Minuten, aber eine Messung an sich dauert 3 bis 4 Minuten. Ich würde mal von 4 ausgehen, grob. Schweinerei, so schnell. Ihr könnt doch nicht so schnell eine Messung machen. Und das auch noch, dass das auch noch stimmt. Zumindest stimmt es im Moment. So, ne? Dafür ist das Gerät ja da. Dafür macht ihr ja auch diese Early Bird Version, dass halt rausgefunden wird, ob irgendwo noch Fehler sind. Das ist dann auch das, was auch die Leute, die jetzt dieses Gerät bestellen, sich immer noch im Hinterkopf behalten müssen, dass es
wie gesagt, einerseits hier und da noch zu Updates kommt, da müsst ihr dann also ja das halt mitberechnen und in Kauf nehmen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr warten, bis die Serienversion draußen ist und den höheren Preis bezahlen. Also ein Für und Wider. Aber ganz ehrlich, ich nehme das ganz gerne mal in Kauf, weil das Gerät ist ja momentan auch erstmal nur zum Messen da. Ihr habt definitiv geplant, da noch dementsprechend Pumpen mit ansteuern zu können. Mhm. Das ist im Prinzip auch schon in Anführungszeichen so gut wie fertig. Aber ihr wartet noch, bis das Gerät dann tatsächlich durch ist. Das ist angelaufen. Mhm. Ja, und ihr hört, das Gerät hat eine gewisse Akustik. Da wird hier und da, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit dran gemacht. Ja, das kann man noch optimieren. Ja, ich habe tatsächlich eben gesehen, dass das Gerät ziemlich zügig das Abwasser rausbringt. Das hat natürlich mit Pumpen zu tun. Das haben wir beim Kahakiber auch gehabt. Da sind sie ja hingegangen, haben die neuen Pumpen eingebaut zum Befüllen, zum Pipettieren. Aber um tatsächlich das Wasser rauszukriegen, haben sie noch die guten alten Kamörpumpen genommen, die so richtig Druck hatten und haben damit dann das Wasser rausbefördert. Und ich sag mal, ähnlich ist es ja hier auch. Also das ist eine Pumpe, die etwas mehr Saft hat, damit das auch schneller geht. Man kann es ja im Endeffekt in der App so einstellen, einen Zeitplan erstellen, wann ihr das wollt, wann gemessen werden soll. Und von daher sehe ich da jetzt eigentlich nicht das große Problem. Und lange dauert es ja auch. Genau, schnell geht es dann auch. Kannst du ja morgens als Wecker einstellen. Wenn es dann direkt neben dem Bett steht, ja. Aber man muss ja eben auch sagen, es ist wirklich Luxus, ich sag es mal, das messen lassen zu können. Ja, und im Endeffekt sich auf diese Messung auch verlassen zu können. Weil es geht ja hier mit dem Gerät einen komplett anderen Weg. Im Prinzip ist ja der Plan, aufstellen, Kartuschen rein, Kalibrierung durchlaufen lassen, ohne dass man selber, ich sag jetzt mal, mit der feinen Waage oder sonst irgendwas machen muss. Das ist ja bei anderen Herstellern dann komplett, ich sag mal, arbeitsaufwendig. Mhm. Ist jetzt hier tatsächlich nicht der Fall. Ne? Ja, er behauptet, es sieht danach aus, dass es durch ist. Ja. Ach so, ja. Die Kalzenkartusche, die müsste noch mal ein bisschen festgedrückt werden. Genau. Ja, was hat er jetzt gemessen? Eine 8,1. Schweinerei, der gleichen Wert wie vorher. Ja. Wer macht denn sowas? Also das passt dann im Endeffekt auch. Weil wenn ich nämlich jetzt, das seht ihr jetzt hier nicht, okay, ist noch in der Arbeit. Wir haben zum gleichen Zeitraum hier gerade mal den Garkeeper anlaufen lassen, um zu überprüfen, ob das jetzt passt. Der Garkeeper braucht knapp 25 Minuten für die KH-Messung. Und hier waren es ja hier. 2-3 Minuten. Ich habe das nicht gestoppt, aber ich werde definitiv noch drunter einbinden. Ja. Ist auf jeden Fall zügig und schnell. Ja, haben wir soweit alles erklärt, befürchte ich. Zeitpläne. Ja, Zeitpläne kann man einstellen. Ja, genau. Geht mal rein. Gehen wir auch wieder auf die Geräteseite vom Korallenwächter. Genau, dann ist hier die Rubrik Zeitplan. Dann kann man hier seine Tage angeben. Und die Uhrzeit. Genau. Und ja, kann man hier zum Beispiel. Wie viele Messungen sind theoretisch möglich? So viele wie du willst. Also da seid ihr nach oben halt. Okay, wir haben natürlich pro Kartuschensystem 70 Messungen im Moment. Sollte man beachten, also nicht 24 Messungen am Tag durchführen und sich wundern, dass dann nach 4 Tagen die Kartusche leer ist. Was übrigens angezeigt wird, ist auch wirklich, hatte ich mal, glaube ich, eben gesagt, auch noch tatsächlich drin. Also das, was die App sagt an Restmessungen, funktioniert auch tatsächlich. Ja, wo wir auch noch darauf hinweisen wollen, das ist nämlich extra hier, das ganze Gerät steht auf Stelzen bzw. auf Füßen und man kann, wenn man das möchte, die Verschlauchung unter das Gerät drunter durchführen. Genau. Ist auch so von euch gewollt. Dafür muss er natürlich auf einer vernünftigen Planebenenfläche stehen.
Nach Möglichkeit solltet ihr dann das Gerät, wenn es einmal aufgestellt ist, auch nicht irgendwo hochkant stellen oder sonst irgendwie bewegen. Also da drin ist eine Messpipette, Testgefäß. ein Testgefäß, genau. Und das ist ständig, wenn es befüllt ist, also in Betrieb genommen ist, mit Osmosewasser nach der Messung befüllt. Das heißt, dieses Osmosewasser könnte rauslaufen, wenn man das Ganze bewegt, beziehungsweise umdreht oder hochkant stellt oder wie auch immer, was ihr da alles mit anstellt da draußen, weiß ich ja nicht. Nur das Ganze mal so als Hinweis. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was dazu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, an sich nur vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass Kein wir hier Problem. sein durften. Aber Ja. von unserer Seite wär's das, ja. Gut, bei mir wird das Gerät jetzt im Einsatz sein. Ich werde es leider Gottes verstecken müssen, weil ich habe hier keinen Platz. Und wie mein Unterschrank aussieht, wisst ihr auch. Ihr kommt in die Seite, ins Elektroabteil. Und da wird er seine Arbeit verrichten. Und dann werden wir sehen, wie er im Vergleich zum Keeper, weil ihr habt ja jetzt die Konkurrenz mit im Schrank. Dann gucken wir mal, wer da im Endeffekt genauer misst oder wo da Abweichungen sind. Ich werde es überprüfen und ja, alles Weitere werdet ihr in meinen Tagebüchern sehen. Und ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Wir danken auch. Dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge, alles unten drunter in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Ciao. Tschüss. Ciao.